Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in Iten, Kenia. 2400 Meter über dem Meeresspiegel, Dienstagmorgen. Heute ist der große Tag des Bahntrainings. Das ist seit mindestens 10 Jahren jedes Mal so, jeden Dienstag, unverändert. Und hier findet eben auch kein Wettkampf statt, wie man irgendwie anhand der trainierenden Athleten vermuten sollte. Nö, ganz normal eben Dienstagsmorgenstraining. Das geht hier seit 6 Uhr, zumindest 7 Uhr so. Eine Gruppe nach der anderen stellt sich ein. Teilweise 30, teilweise auch 50 Athleten, die auf Teufel komm raus richtig Gas geben. Ja, und dann weiß man auch, dass die Fittesten, die übrig bleiben, nachher bei uns alles in Grund und Boden rennen. Keine Frage, was da passiert. Und die kommen hier wirklich aus allen kleinen Käffern aus der Landschaft. Morgens sind sie alle da und dann geht's hier los. 8 Uhr, 7 Uhr stehen die ersten auf der Bahn. Dann wird trainiert. Wenn die fertig sind, kommt die nächste Gruppe, die nächste Gruppe, die nächste Gruppe. Und es geht dann, ja, zumindest bis es halt Richtung Mittagessen geht. So weiter. Die Bahn selber hat keine 400 Meter. Dass es kein Tartan ist, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Sondern die Bahn hat mal ganz locker 408 bzw. 418 Meter. Das interessiert aber natürlich keinen, wenn man die Zeiten festlegt, sondern es wird einfach so getan, als wären es 400 Meter. Und ja, dann wird richtig Gas gegeben. Also das ist jetzt mal die Innenbahn. Und man sieht das, glaube ich, einigermaßen. Also wirklich, Bahn 1 ist erstmal eine Furche, die locker 10 cm tief hat, die hier einfach regelmäßig reingetrampelt wird.